Servus und herzlich willkommen bei Star Fox Gaming. Respawn Entertainment hat die neuen Patch Notes rausgehauen zum neuen verlorenen Schätze Event und da sind ein paar richtige Knaller dabei. Freut euch auf das Crypto Town Takeover, auf mobile Respawn Beacons, das Erbstück von Mirage, richtig geil geworden. Ein paar richtig coole Buffs hat es gegeben und natürlich auch bei den Waffen hat es ein paar kleine Änderungen und Tweaks gegeben. All das jetzt im Video, los geht's. Abonnieren, ich würde mich freuen, danke. Beginnen möchte ich mit Kryptos Town Takeover. Krypto hat sein eigenes Event bekommen, dieses riesige Gebäude in grün-weiß gehalten, an seinen Skin angelehnt. Das Ganze ist unter dem Repulsor angesiedelt, wo diese Tankstelle war, wo ja nicht viele Squads gelandet sind eigentlich. Jetzt werden da sicher sehr viele landen. Das Gebäude kann von unten durch einen Tunnel betreten werden, durch die Vordertür oder auch von oben kann man da reingehen, also werden sicher auch ein paar nette Fights dabei sein. Und ja, wenn ihr eben den Knopf innen drinnen drückt, dann aktiviert sich diese Hologrammkarte und auf dieser Hologrammkarte könnt ihr jeden einzelnen Spieler sehen und wo dieser sich genau auf der Map befindet. Das Ganze wird dann für ein paar Sekunden angezeigt und wenn ich es richtig verstanden habe, kann man das auch auf seiner eigenen Minimap dann sehen, allerdings eben nur für ein paar Sekunden. Hört sich ganz mächtig an, dieses Feature, und außerdem kann man noch die nächste Ringposition sehen. Also brauche ich keinen Pathfinder, sondern kann das Ganze hier drinnen auch aktivieren und weiß, wo der Ring als nächstes dann zugehen wird. Falls jemand ein Fahrt sein sollte, man kann auch in diese Karte reinspringen. Man fühlt sich dann wie ein Riese oder ein kleiner Gott, kann drinnen rumlaufen. Das Ganze bringt zwar nichts, aber sieht hier ganz witzig aus, wo sie es vorgestellt haben. Als nächstes kommen wir zu den mobilen Respawn Beacons. Auf die freue ich mich richtig. Das ist eine richtig gute Idee gewesen, glaube ich, mit diesen Teilen. Die sind jetzt mal speziell im Armed and Dangerous Event exklusiv drinnen, kommen dann allerdings danach auch ins reguläre Spiel. Also im Armed and Dangerous Event werden alle mit einem Respawn Beacon starten, diesen mobilen eben, und es wird keine stationären Beacons auf der Map zu finden geben. Und den kann man eben einfach einsetzen, der kommt dann runtergeflogen wie die wie das Care Package von Lifeline, macht eine Menge Radau und jeder kann hier seinen Squadmate einfach wiederbeleben. Die Teile werden auch sicher im späteren Spielverlauf sicher richtig gut sein, denn oft kann man ja gar keinen Respawn Beacon mehr finden gegen Ende des Spiels, alle sind schon verbraucht oder sie sind außerhalb des Rings und so hat man noch die Möglichkeit einen Spieler zurückzuholen. Richtig geile Idee, da freue ich mich schon wirklich voll drauf. Im Hintergrund jetzt nochmal schnell zwei Skins, einer vom Pathfinder, der sieht richtig nice aus mit diesem Goldschwarz und danach noch einer von Bangalore, sieht auch ganz nett aus. Aber das Einzige, was wir alle wirklich sehen wollen, ist das Erbstück von Mirage, denn das ist richtig crazy geworden, diese Statue. Da, wenn ich wirklich mal diese, wenn ich diese Erzstücke mal bekomme, dann hole ich mir das. Das ist einfach nur irre geworden. Wie findet ihr dieses Erbstück? Gefällt es euch? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Mir gefällt es, wie gesagt, richtig gut, passt sehr gut zu Mirages Persönlichkeit, seine irre Art einfach und ja. Ich kann es verstehen, wenn es vielleicht den einen oder anderen nicht so gefällt, da es einfach sehr abgedreht ist und ja, ist ja auch keine Waffe in dem Sinne, es ist eben diese Statue, aber passt ganz gut zu ihm und ich freue mich drauf, wenn ich das dann vielleicht mal freischalten darf. Jetzt habe ich noch die neuen Skins für euch, die ihr um euer hart verdientes Geld kaufen könnt, wenn ihr wollt. Hier Rafe im Hintergrund mit diesem Statuen-Skin, Marmor, Gold, gefällt mir nicht so gut. Im Gegensatz zu ihrer Überarbeitung, aber zu der kommen wir noch später. Hier haben wir den neuen Krypto-Skin, der sieht auch ganz nett aus mit diesem Schnurrbart und diesem Terminator-Auge. Gibraltar bekommt einen neuen Skin, Blau-Gold, sieht auch nett aus, spiele ich aber nicht so oft den Gibi, also werde ich mir dann wahrscheinlich nicht holen. Watson bekommt einen coolen Abenteuer-Skin, der gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Außerdem bekommt sie noch eine Überarbeitung ihrer Fähigkeiten, das schauen wir uns dann später noch genauer an. Dann bekommt auch Revenant noch einen richtig coolen Skin, der ist glaube ich von den Maya beeinflusst worden. Und dann haben wir hier noch Lifeline mit ihrem neuen Skin und auch sie bekommt eine neue Fähigkeit, ein Rework und das schauen wir uns jetzt genauer an. Diese neue Fähigkeit nennt sich Combat Revive und nicht mehr Combat Medic. Und wir können hier eben eine Drohne platzieren und die wiederbelebt dann
unsere Squadmates, anstatt dass wir selber das Ganze tun müssen. Und wir können während dieses Vorgangs eben den Wiederbelebungsvorgang verteidigen und die Gegner in Schach halten, während unsere Mates wiederbelebt werden. Während die Drohne wiederbelebt, kann sie euch sogar heilen daneben. Sie kann einen Teammate heilen und ihr könnt sogar einen Squad-Kameraden wiederbeleben. Das heißt, die Drohne kann einen wiederbeleben und ihr den anderen Squad-Mate wiederbeleben. Und geheilt wird dann auch noch gleichzeitig. Ja, ein Wahnsinn. Dafür verliert ihr allerdings die Fast-Heal-Fähigkeit. Also die ist dann jetzt weg. Nur noch normales Wiederbeleben in normaler Geschwindigkeit. Dafür hat ihre Drohne einen kürzeren Cooldown, 45 Sekunden, ist jetzt neu, statt den früheren 60 Sekunden, also richtig geiler Buff ihrer taktischen Fähigkeit. Ihre Ulti wurde auch ein bisschen überarbeitet, und zwar das Care Package hat jetzt mehr Items drin, und zwar dreimal mehr kleine Heilfähigkeiten und zweimal mehr Attachments auf der anderen Seite und immer noch ein großes, gutes Teil, dass man sich dann eben hier rausziehen kann. Also ein richtig krasses Rework für die Lifeline. Da werden jetzt sicher einige auf Lifeline umsteigen und die als Main hernehmen. Also wirklich geile Änderungen. Die wird jetzt sehr gut zu spielen sein und die Squads wieder richtig gut unterstützen können. Hut ab vor diesem Rework. Geil gemacht. Lange von Fans gewünscht und jetzt endlich auch umgesetzt wurde ein Octane-Buff. Octane kann jetzt 10% schneller laufen, wenn er sich die Spritze gibt. Und er kann damit auch alle verlangsamenden Effekte, also wenn man unter Beschuss ist oder wenn man im Kustikgas zum Beispiel ist, kann man diese Effekte negieren, indem man sich die Spritze gibt. Und man kann mit voller Geschwindigkeit aus dem Gas flüchten oder wenn man eben gerade von Kugeln getroffen wird. Richtig coole Änderung, das wird einiges ausgeben. Dann seine Ultimate. Er kann jetzt in der Luft nochmals wegspringen, also er kann einen Double Jump vollführen und er kann in der Luft auch mit diesem Double Jump die Richtung ändern und in eine andere Richtung eben wegspringen. Auch eine richtig coole Änderung bei Octane. Und dann kommen wir auch schon zu Rafe, die wurde auch richtig hart überarbeitet. Und zwar soll sie jetzt nicht mehr so genutzt werden, dass sie aus jedem Gefecht schnell fliehen kann, sondern ihre Phase soll eben dazu verwendet werden, eher zur Repositionierung. Und dafür wurde eben die Aktivierungszeit für die Phase auf 1,25 Sekunden angehoben. Früher war es 0,4 Sekunden. Und während sie diese Phase aktiviert, wird sie 20% langsamer sein, das heißt auch eben leichter zu treffen. Das sind ein paar heftige Abstriche, allerdings bekommt sie dafür jetzt einen 30%igen einen Move Speed. Sie wird jetzt eben viel schneller durch diese Phase laufen können und an verschiedene Orte kommen können. Außerdem kann sie, während sie in der Phase ist, jetzt andere Spieler sehen. Das ist auch eine richtig geile Änderung. Konnte man bis jetzt ja nur erraten, wo die anderen Spieler sind. Jetzt kann man genau planen, wo man hinläuft und die Gegner zum Beispiel flankieren. Der Phasenwalk dauert jetzt 4 Sekunden anstatt 3 Sekunden. Und der Cooldown wurde runtergesetzt von 35 auf 25 Sekunden. Das heißt, ihr könnt ihn auch öfters einsetzen. Ihr Phasentunnel wurde dann jetzt auch noch ein bisschen entschärft. Und zwar ist er jetzt 25% kürzer. Man kann jetzt also nicht mehr so weite Wege mit dem Tunnel überbrücken. Finde ich schade, aber mal schauen, wie sich das auswirkt im Spiel. So schlimm wird es dann wohl wahrscheinlich auch nicht sein. Und damit es nicht langweilig wird, bekommt auch noch Watson eine Überarbeitung. Ihre Ultimate wird jetzt nur mehr 90 Sekunden andauern anstatt unbegrenzt. Das ist eine Riesenänderung. Dafür kann sie allerdings 3 von diesen Türmen aufstellen. Man sieht hier schön die Zeit runterlaufen in diesem blauen Ring. Dann weiß man noch genau, wie lange der stehen bleibt. Sie kann jetzt auch 2 Ultimate-Beschleuniger im Inventor haben. Das ist also die einzige Legende, die 2 davon gleichzeitig halten kann. Und dadurch kann sie eben schneller ihre Ultimate aufladen und es wird also weiterhin möglich sein, Gebiete mit ihrer Ultimate abzusichern. Nicht mehr so einfach wie früher, aber dennoch soll es noch für gute Spieler möglich sein. Revenant bekommt auch wieder einen Buff und zwar die Reichweite von seinem Death Totem wurde jetzt endlich gestrichen. Ihr könnt unendlich weit laufen mit seiner Todesform, Schattenform, die Squad-Mitglieder genauso. Richtig geil, da bin ich gespannt, was da alles möglich sein wird. Caustic seine Fässer kann man jetzt in der Luft abschießen und deaktivieren. Kann er also nicht mehr so einfach wie Granaten einfach so raus spammen die ganze Zeit. Mirage hat auch noch ein paar kleine Änderungen bekommen. Und zwar, wenn ihr jetzt jemanden wiederbelebt und unsichtbar seid, dann seid ihr in einer Reichweite von 5 Metern nicht mehr komplett unsichtbar. Man kann euch erkennen. Und wenn ihr eben abspringt mit euren Dreier-Squad, wenn ihr noch beisammen seid,
dann schickt er nicht nur einen Decoy los, sondern er kann das ganze Squad decoyen. Also das ganze Squad in eine andere Richtung schicken, während ihr in die andere Richtung fliegt. Das ist nicht mehr möglich für den Gegner zu unterscheiden, wo ihr dann landen werdet. Dann gab es noch eine kleine Änderung bei Gibraltar. Seine Schnellheilfähigkeit im Domschild wurde von 25 auf 15% Schnelligkeit etwas genervt. Das dauert jetzt etwas länger, das Wiederbeleben. Krypto sein EMP kann nun Watsons Ultimate zerstören und auch Lobas Ultimate. Das finde ich richtig geil. Und es wird etwas schneller funktionieren, in die Drohnenansicht zu kommen. Und zwar von 2,5 Sekunden auf 1,5 Sekunden. Ist auch geil, kann man schneller in die Drohne und wieder zurück. Top, top, top. Richtig geile Änderungen bei den Charakteren. Boah, das wird ein anderes Spiel werden, glaube ich. Und jetzt kommen wir noch zu den Waffen. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Und das werde ich euch jetzt genauer zeigen. Die von vielen gehasste Havoc wird jetzt endlich mal richtig hart genervt. Und zwar bekommt ihr einen richtig heftigen Rückstoß. Und das Magazin wird von 32 auf 28 Schuss reduziert. Und damit sollte die Waffe eigentlich, denke ich mal, ganz gut entschärft sein. Dafür wurde die Sentinel etwas gebufft wieder einmal. Und zwar ihre Energiedauer, wo die Waffe eben aufgeladen ist, dauert jetzt 120 Sekunden statt 90 Sekunden. Und die Animation, wo du die Sentinel aufladest, dauert jetzt nur noch 1,6 Sekunden anstatt 1,75 Sekunden. Bei den Ziplines gab es auch noch eine kleine Änderung. Da gibt es ja die Spieler oder viele, die auf der Zipline immer so komisch rumhüpfen, damit man schwer getroffen wird. Da wird jetzt ein Cooldown eingeführt. Das heißt, das kann man jetzt nicht mehr so schnell hintereinander ausführen. Außer man berührt zwischendurch den Boden, dann wird dieser Cooldown wieder zurückgesetzt. Und man kann wieder einmal hüpfen und dann kommt wieder der Cooldown. Also man kann nicht mehr so viel auf der Zipline rumhüpfen, wie man es früher mal gerne immer gemacht hat. Dann hat es noch einige Quality of Life Changes gegeben. Ein paar Bugfixes. Ich verlinke euch natürlich gerne die ganze Liste. Dann könnt ihr euch das noch ganz genau durchlesen. Ich werde jetzt nicht auf jedes einzelne Detail hier eingehen. Das würde ja den Rahmen des Videos sprengen. Es waren eh schon sehr viele richtig coole Änderungen. Dann kommt eben noch der Armed and Dangerous Evolved Modus, wo wir alle mit Schrotflinten und Sniperwaffen spielen und mit Evo-Schildern. Es wird keine anderen Schilder geben. Und eben Mobile Respawn Beacons only, also keine stationären Beacons mehr. Auf den Modus freue ich mich auch schon ganz. Dann gibt es natürlich wieder diese Sammelstrecke, wo es freie Objekte frei zu spielen gibt. Da soll es diesmal auch etwas schwerer zu erreichende Badges zu holen geben. Mal gespannt, was das dann im Endeffekt dann sein wird. Da gibt es dann wahrscheinlich ein eigenes Video dazu. Mal schauen, wie interessant das dann alles wirklich ist. Fazit zum neuen Event, das schaut mal richtig vielversprechend aus. Ich bin richtig gehypt auf die ganzen Änderungen. Apex könnte sich wirklich stark verändern. Das wird ein neues Spiel werden wahrscheinlich. Später im Jahr, wo dann noch die ganzen Crossplay-Sachen dazukommen, die Switch dazukommt, Steam-Unterstützung. Also Apex startet jetzt mal richtig voll durch. Ich freue mich. Ich hoffe, euch gefällt mein Content. Wenn ja, lasst mir bitte gerne ein Abo da, kommentiert im Video, was wollt ihr sehen, passt das so, wie ich das mache, lasst es mich einfach wissen, würde mich über ein bisschen Feedback freuen. Und ja, ansonsten gibt es jetzt nicht mehr viel zum sagen, viel Spaß mit dem Update, wir sehen uns in Zukunft sicher noch öfter und viel Spaß, haut rein, ciao Leute, euer Starfox.